mal alle runter. Na kommt, Kinder, ich habe eine Überraschung für euch. Was ist das, Daddy? Wartet, wartet. Im Jahr 2005 hat man eine Familie? Tja, sieht so aus. Wird jeder Haushalt einen NDR 114 haben. Es schmeckt ausgezeichnet, Andrew. Danke, Sir. Ich find's saumäßig. Saumäßig? Das ist kein Schwein. Er wurde erschaffen, dem Menschen zu dienen. Würdest du bitte das Fenster aufmachen? Man ist stets gern zu Diensten. Und jetzt spring. Nicht doch. Aus dem Fenster. Doch mit Andrew war es etwas anderes. Zwei Kannibalen fressen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt er dir auch komisch? Wie klebt ein Taschentuch? Schnottrig. Was genau tut er denn so? Er zeigt ein paar Eigenschaften, zum Beispiel Kreativität, Neugier, Freundlichkeit. Gute Nacht, meine Süße. Gute Nacht, Andrew. Es ist nur ein Haushaltsgerät. Und doch behandeln Sie es, als wäre es ein Mensch. Du bist einzigartig. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dir zu helfen. Alles zu werden, was du sein kannst. Erleben Sie die außergewöhnliche, 200 Jahre lange Verwandlung eines Roboters. Er lernt und entwickelt sich ständig weiter. Und wie er... Es ist nur eine äußerliche physische Verbesserung. ...ein normaler Mensch wird. Das Geheimnis des Ganzen liegt in der Unvollkommenheit. Das macht uns einzigartig. So wie die Form deines Kopfes. Er ist riesig. Oh. Das sieht wundervoll aus. Mach den nächsten Schritt. Verwirkliche dein Schicksal. Vom Regisseur von Mrs. Doubtfire kommt eine faszinierende Geschichte. Was ist passiert? Ich habe mein Innerstes erblickt. Die den Unterschied zwischen Mensch und Maschine überbrückt. Es funktioniert! Was zum Teufel ist mit dir los? Ich besitze ein zentrales Nervensystem. Du kannst fühlen. Ein Experiment aus rein wissenschaftlichen Gründen? Gern. Küss mich. Es ist so, wie alle sagen. Der 200-Jahre-Mann. Sieh doch nur, was ich hier tue. Ich versuche, etwas aus mir zu machen, mein Schicksal zu verwirklichen. Bemerkt sie das? Können wir ein anderes Mal darüber reden?